Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank für die einleitenden Worte, Herr Lipinski, und einen ganz besonderen Dank an die Seniorenkanzlei. Das war eine tolle Idee, die Sie da hatten. Und ich habe gemerkt, Ihnen muss es in der Vorbereitung auch Spaß gemacht haben, sich mit diesen Entchen zu beschäftigen. Das war bei mir genauso. Und ich hoffe, dass ich da von diesem persönlichen Feeling, was ich da so habe, vielleicht heute auch in meinem Vortrag, in meiner Lesung, das eine oder andere Ihnen übermitteln kann. In dem Band Orangen und Datteln veröffentlichte Karl May 1882 die Erzählung Christi Blut und Gerechtigkeit. In ihr begegnet Kara Benemsi in den wilden Bergen Kurdistans, mitten in einer fanatisch muslimischen Bevölkerung, so heißt es bei Karl May, einer jungen Frau, deren aus Deutschland stammender Vater allerdings schon früh verstarb. Shefaka, Morgenröte, lautet ihr Name. Und sie berichtet nun, dass ihr Vater ihr das Einzige, was er von seinem Lande und seinem Volke noch besessen hat, als Talisman hinterließ. Und sie sagt, es sind Linien und Punkte darauf und eine Schrift, die niemand lesen kann. Shefaka kommt dann der Bitte des Erzählers nach, doch mal den Talisman sehen zu dürfen, und sie überreicht ihm ein Notenblatt, welches vielfach zusammengeschlagen und in ein viereckiges Stück Schafleder gefaltet war. Und da heißt es dann bei Karl May, ich öffnete es und fand das Entchen von Tharau in D-Dur arrangiert für gemischtes Solo-Quartett. Shefaka, diesen Talisman kann ich lesen, er ist in meiner Muttersprache geschrieben, aber er muss nicht gesprochen, sondern gesungen werden. Ich sang dir alle Verse dieses Liedes vor. Als ich geendet hatte, stand die ganze andere Abteilung des Hauses und auch der Platz vor demselben voller Menschen. Niemand wagte, ein Wort zu sagen. Die Macht des deutschen Liedes hatte die rauen Seelen der Kurden ergriffen, obgleich sie den Text nicht verstanden. Was hat es nun mit solch einem Lied auf sich, das kulturelle, ethnische und religiöse Grenzen überspringen und Menschen in tiefster Seele ergreifen kann? Die Geschichte dieses Liedes beginnt weit entfernt vom wilden Kurdistan in Königsberg, wo sich im Jahr 1636 die Lebensbahnen eines Dichters, eines Komponisten, einer jungen Waise und eines Pfarrers kreuzten. Königsberg war eine Gründung des Deutschen Ordens. Um die Burg herum entstand zunächst die Altstadt, dann das Handwerkerstädtchen Löbenicht und schließlich die vom Pregel umflossene kleine Kaufmannsstadt Kneiphoff. Zu einer einzigen Stadt vereinigt wurden sie erst 1724. Geprägt wurde das Leben von den Einflüssen des mächtigen polnischen Nachbarn, war das Herzogtum Preußen doch ein polnisches Lehen. Erst 1701 mit der Krönung Friedrich I. zum König in Preußen änderte sich dieser Zustand. Und noch ein anderes kam hinzu. Es gab auch eine litauische Minderheit, die zumeist aus einer des Lesens unkundigen Bauernschaft bestand. In den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts wurde Königsberg mehrmals von fürchterlichen Pestepidemien heimgesucht. Der Dreißigjährige Krieg hingegen verschonte Königsberg, dank einer Vereinbarung zwischen dem schwedischen und dem polnischen König allerdings weitestgehend. Königsberg wurde damals zu einer Zufluchtsstätte für Wissenschaft und Kunst. Es galt als Refugium Germaniae, als Friedensinsel. Heinrich Albert war eine jener herausragenden Gestalten, die das damalige Geistesleben Königsbergs prägten. 1604 als Spross einer angesehenen Familie im mitteldeutschen Lobenstein geboren, hatte er sich als 18-Jähriger nach Dresden gewandt, um sich dort von seinem Vetter Heinrich Schütz in der Kompositionslehre unterrichten zu lassen. Das Studium der Jurisprudenz hätten seine Eltern lieber gesehen, doch Albert setzte anschließend beim Leipziger Thomaskantor Johann Hermann Schein seine musikalische Ausbildung fort, also damit bei den beiden wohl bedeutendsten Musikern der damaligen Zeit, und er matrikulierte sich dann an der Königsberger Universität. 1630 wurde Albert dort zum Organisten am Königsberger Dom berufen.
Heinrich Albert war ein vielbeschäftigter Mann. Er komponierte geistliche Gesänge, schrieb aber auch für private und akademische Feste. Huldigungsmusiken für öffentliche Ehrungen entstanden von ihm. Lieder über die Natur, den Wein und die Liebe. Allen seinen Liedern gemeinsam ist eine eingängige, oft schmeichlerisch-melancholische Melodik und eine anschauliche, typisch barocke Bildersprache. Alberts Vertonungen sind vor allem in einer achtteiligen Sammlung von Arien, wie er sie dieses Büchlein nannte, überliefert. Welchen Rang Albert in Königsberg einnahm, das lässt sich aus einem besonderen Geschenk ersehen, das ihm zuteil wurde. Etwas außerhalb der Stadt wurde ihm ein Gartengrundstück zugeteilt, auf dem er sich ein Gartenhäuschen errichtete. Er nannte das seine Kürbishütte und in der traf er sich mit Freunden wie dem Poeten Simon Dach oder dem späteren kurfürstlichen Rat Robert Robertin. Der 12 Personen umfassende Freundeskreis widmete sich dem Singen und Musizieren, dem Rezitieren neuer Gedichte und dem Philosophieren. Besonders eng war dabei die künstlerische Freundschaft zwischen Albert und Dach, der allein 100 Texte für die Arien beisteuerte. Simon Dach, der Textdichter, wurde als Sohn eines Gerichtsdolmetschers für das Litauische, Polnische und Kurländische 1605 in Memel geboren. Seine Schulbildung erhielt er dort auch zunächst, doch dann ermöglichten Verwandte ihm die Übersiedlung nach Königsberg und den Besuch der dortigen Domschule. Als Begleiter eines Verwandten zog er nach Wittenberg, wo er die Stadtschule besuchte, und von dort siedelte er dann zu einem dreijährigen Gymnasiumsbesuch nach Magdeburg über. Aber Magdeburg war im Dreißigjährigen Krieg eine hart umkämpfte Stadt und da kehrte Simon Dach nach Königsberg lieber zurück, wo er sich als Student der Theologie immatrikulierte. Aber sein Interesse galt vor allem den klassischen Sprachen, der Rhetorik und der Poesie. Nach einer Anstellung als Hauslehrer bei einem Ratsherrn wurde er dann auf dessen Empfehlung zunächst Kollaborator, also vierter Lehrer an der Domschule und dann von 1636 bis 1639 deren Konrektor. Und in dieser Funktion war er nun oft verpflichtet, an Begräbnissen teilzunehmen und man bat ihn dann auch häufig, doch Begräbnislieder oder Leichengedichte zu schreiben. Für einen Dichter war das damals eine Zeit des Aufbruchs. Überall in Deutschland bildeten sich Dichter- und Sprachgesellschaften, die an die Stelle des Lateinischen oder des Französischen die deutsche Sprache setzen wollten. Martin Opitz wurde für sie alle mit seiner deutschen Poeterei zum großen Vorbild. Simon Dach empfand sich als preußisches Pendant zu Opitz und selbstbewusst formulierte er von sich einmal: Diese Kunst der deutschen Reime lernet Preußen erst von mir. Wie die barocke Dichtung überhaupt, waren auch Simon Dachs gut 1200 Gedichte zu 90% Auftragsarbeiten für Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, Beerdigungen oder offizielle Feiern wie das 100-jährige Universitätsjubiläum. Als ein solcher Auftragsschreiber erscheint uns Dach weniger als dichterisches Genie, sondern als Handwerker und er sagt auch von sich selbst: Kurz, bei Heirat und bei Leichen spricht man mich um Lieder an, gleich als einen Arbeitsmann. Bei der gewaltigen Masse der Produktion auf Bestellung erfreut denn doch ein schlichter und mitfühlender eigener Ton, ein Genießen der kleinen Freuden des Daseins, der Schönheit der Natur und des häuslichen Glücks, eine herzliche Aufgeschlossenheit für den Mitmenschen in Leid und Freude sowie, gerade angesichts des Gefühls steter Todesnähe, ein Zuspruch aus menschlicher Substanz. Simon Dachs Gelegenheitsgedichte erzählen viel vom Leben der Menschen seiner Zeit. Sie sind kleine Zeitporträts, wenn man sie genau liest. Auch sein bekanntestes Werk ist eine Auftragsarbeit für eine Hochzeit, die 1636 im Königsberger Dom stattfand. Die Braut war Anna Neander, die wohl 1615 geboren wurde, auch wenn einige Quellen mal das Jahr 1619 erwähnen, also vor 400 Jahren im Pfarrhaus zu Tharau, als Tochter des aus Schlesien stammenden Pfarrers Andreas Neander.
Bereits im Jahr von Annas Geburt starb ihre Mutter, bald darauf dann 1629-30 der Vater, und nun wurde Anna zu ihrem Patenonkel, dem Brauer und Mälzer Kaspar Stolzenberg, gegeben, der in Löbenicht, also diesem späteren Teil Königsbergs, lebte. Und wahrscheinlich hier in Königsberg begegnete Anna dann wohl dem Studenten Johannes Portatius. Dessen Familie führt sich auf eine Familie della Porta zurück, die im Spätmittelalter in Oberitalien heimisch war und einen Palmbaum in ihrem Wappen führte. Ein della Porta musste dann als Anhänger des als Ketzer verbrannten Savonarola um 1500 nach Deutschland fliehen. Die verarmte Familie legte das Adelsprädikat ab, latinisierte ihren Namen und nannte sich nun Portatius. Johannes Portatius wurde 1610 in der Grafschaft Glatz in Schlesien geboren. In Königsberg studierte er zunächst Jura, wechselte dann zur Theologie und erhielt nach dem Studium die Pfarrstelle in Trempen im Kreis Dahkemen. Und diese Stelle ermöglicht es ihm jetzt auch zu heiraten. Johannes Portatius und Simon Dach werden sich wohl von der Studienzeit her gekannt haben, waren sie doch beide in Königsberg an der Universität immatrikuliert, die insgesamt nur etwa 200 Studenten zählte. Doch wie dem auch immer sei, zur Hochzeit von Anna Neander und Johannes Portatius im August 1636 dichtete Simon Dach dann im saarländischen Niederdeutsch ein Lied, in dem eine Anke von Tharau besungen wurde. Ihr wurde, wie es im Titel hieß, ans Herz gelegt: Treue lieb ist jederzeit zu Gehorsamen bereit. Heinrich Albert vertonte das Lied und nahm es 1642 ins fünfte Heft seiner Arien auf. Ja, und den Druck in Heinrich Alberts Arien, da finden Sie ganz oben rechts angegeben den Hinweis Aria incerti autoris, und damit deutet Albert wohl an, dass das Anke-Lied eine Vorgeschichte hat. Heute wissen wir, dass schon 1583 in einem Orgeltabulaturbuch ein Lied Ennelein von Torgau erwähnt wird. Im Jahr 1590 werden ein Käterlein von Dornig und ein Ennerlein von Torgen und schließlich 1605 ein Käterlein von Rogen genannt. Aber wir kennen eben bloß diese Titelangaben, weder Melodie noch Text dieser Vorgänger sind überliefert, und deshalb kann nun auch nicht herausgefunden werden, in welchem Umfang Albert und vielleicht auch Dach diese Lieder nutzten. Lag es doch eigentlich auch nahe, für eine Hochzeit, bei der die Braut Anna hieß und Anke genannt wurde und zudem noch aus Tharau stammte, dann vielleicht aus dem Ennelein von Torgau eine Anke von Tharau zu machen. Und es gibt sogar eine Wissenschaftler, das muss man gestehen, die grundsätzlich Simon Dachs Verfasserschaft anzweifeln. Sie meinen, sprachliche Eigenheiten dieses Gedichtes sprächen gegen seine Verfasserschaft, sei doch von ihm nur noch ein weiteres niederdeutsches Gedicht bekannt. Für mich hat jedoch ein schwedischer Literaturwissenschaftler detailliert und überzeugend nachgewiesen, dass die angeführten Gründe wohl nicht stichhaltig sind und wir aller Wahrscheinlichkeit nach in Simon Dach auch den Textdichter vermuten wollen. Und Simon Dachs Verfasserschaft, die wird auch durch eine Eintragung untermauert, die Anton Pfeiffer 1723 in die Tharauer Kirchenchronik vornahm. Und dieser Anton Pfeiffer war nur mit Ankes Schwiegertochter verheiratet, und da ist ja anzunehmen, dass die Angaben, die er machte, von Anke selbst stammten und in der Familie so weitergegeben wurden, bis er sie dann aufzeichnete. Und auch wenn es etwas schwierig ist, die alte Sprache so beim Vorlesen zu verstehen, ich will es einfach mal so machen, um Ihnen auch so einen Eindruck von der damaligen Zeit zu geben. Im Kirchenbuch steht: Andreas Neander, welcher anno 1630 gestorben. Diese hat von seiner Ehegattin, nebst einem Sohne, eine einzige von Gestalt angenehme Tochter namens Annam hinterlassen, welche die Anke von Tharau ist, von der das bekannte Lied herrühret, so in Alberti Arien gedruckt zu finden ist, und von dem berühmten preußischen Poeten Simon Dach, welcher damals noch ein Studiosus gewesen, bei deroselben Hochzeit gemachet worden, indem dieselbe im 18. Jahre ihres Alters ist verheiratet worden an Herrn Johannen Portatium,
derzeit Pfarrer in Trempen, insterburgischen Amts, Nachmalen aber in Laukischken, labiauschen Amts, wo selbst sie nach Patazi et Tode noch zwei Successores, nämlich Herrn N. Gruben und Herrn Melchior Beilstein, in demselbigen Pfarramt geheiratet hat. Endlich hat einer ihrer Söhne vor der ersten Ehe, Herr Friedrich Patatius, litauischer Pfarrer in Insterburg, sie, da sie verwitwet und ganz unvermögend gewesen, zur Verpflegung zu sich genommen. Und da auch derselbige zu ihrem großen Leidewesen anno 1688 im Osterfest verstorben ist, ist sie doch von dessen Wittigen Frau Elisabeth bis an ihr seliges Ende verpfleget und zu Insterburg 1689 um Michaelis im 74. Jahr ihres Alters begraben worden. Eine für die damalige Zeit typische Lebensgeschichte, dass verwitwete Frauen darauf hoffen mussten, dass der Nachfolger auf der Stelle sie heiratete, weil sie anders überhaupt keine Versorgung hatten und der Nachfolger oftmals auch gedrängt wurde, das zu tun, weil ihm sonst die Stelle nicht zugesprochen worden wäre. Und als dann keiner mehr da war im hohen Alter, da war sie eben auf Unterstützung aus der Familie angewiesen, sonst hätte sie ein ganz elendiges Ende genommen. Es war also wahrlich ein schweres Leben voller Mühsal und Leid. Und doch wurde Anna Neander 74 Jahre alt. Das war für die damalige Zeit ein hohes Alter. Und das war ein Alter, das weder Heinrich Albert noch Simon Dach vergönnt war. Heinrich Albert, dessen Kürbishütte übrigens ein ganz modernes Schicksal erlitt. Sie musste irgendwann einem Straßenbau, einem Wegebau weichen. Ihn ereilte 1651 der Tod, als er gerade einmal 47 Jahre alt war. Simon Dach gelang es durch den Einfluss seines Freundes Robert Robertin und an den Kurfürsten Georg Wilhelm gerichtete Gratulationsgedichte die hochherrschaftliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und 1639 zum Professor der Poesie an der Königsberger Universität ernannt zu werden. Damit war die materielle Basis gegeben, dass er Regina Pohl, die Tochter eines Königsberger Hofgerichtsadvokaten, heiraten konnte. Ein Jahr, nachdem ihm der große Kurfürst ein lang erbetenes kleines Gütchen geschenkt hatte, starb er 1659 in Königsberg. Auch er wurde nur 53 Jahre alt. Und in den Arien von Heinrich Albert schließt dann auch Johann Gottfried Herder auf das Ankelied, an dem er, wie an der Dichtung Dachs, überhaupt im Zusammenhang mit seinem Vorhaben, eine Sammlung von Volksliedern zu veröffentlichen, sehr interessiert war. Herder wurde 1744 im ostpreußischen Mohringen als Sohn eines Kantors und Volksschullehrers geboren. Er wuchs in einer dunklen, aber nicht dürftigen Mittelmäßigkeit, so hieß es in einer Biografie, in einem pietistisch geprägten Elternhaus auf. Er verlebte eine ärmliche Jugend, konnte aber die Lateinschule besuchen und Kopist bei einem Diakon werden. Als Autodidakt nutzte er die umfangreiche Pfarrbibliothek. Dann studierte er in Königsberg Medizin, Theologie und Philosophie. Immanuel Kant und Johann Georg Hamann waren seine wichtigsten Lehrer. Er wurde dann Pastor in Riga, aber obwohl er die dortige Gemeinde sehr beeindruckte und man ihn dort gern behalten hätte, er fühlte sich zu sehr beengt. Er gab dann 1769 seine Ämter auf, reiste zunächst nach Paris, später dann nach Straßburg und dort in Straßburg kam es zu einer folgenreichen Begegnung derjenigen mit Goethe. Herder wurde Hofprediger in Bückeburg, heiratete dann 1773 Caroline Flachsland und drei Jahre später zog er dann auf Goethes Veranlassung nach Weimar, wo er bis zu seinem Tod 1803 wirkte. Herder legte ein umfangreiches Werk als Geschichts- und Sprachphilosoph, Kunsttheoretiker, Theologe, Literaturkritiker, Übersetzer und Nachdichter vor. In seiner 1773 erschienenen Programmschrift von deutscher Art und Kunst stellte er die Forderung nach originaler und nationaler Kunst auf, die sich aus der Volkspoesie speisen sollte. In seinem volkspoetischen Konzept besteht zwischen Dichter und Volk eine unauflösliche schöpferische Einheit. Dichtung
entsteht für ihn aus den Eigenheiten und der Lebenswirklichkeit eines Volkes heraus und ist zugleich gemeinschaftsbildend. In seiner Volksliedsammlung sollte die Vielzahl dieser ursprünglichen echten Stimmen aller Völker und nicht etwa nur des Deutschen in ihren Liedern erklingen. Es ist eine gelebte, unmittelbar empfindende Sprache, in der ihm diese Lieder tönten und durch die sie für ihn, selbst wenn sie von Dichtern geschaffen wurden, zu Volksliedern wurden, ein Begriff, den Herder übrigens überhaupt erst geprägt hat. In der Volksliedsammlung, die er 1773 zusammenstellte, dann aber Anfang 1775 zunächst vom Druck zurückzog, findet sich das Ankelied mit der Überschrift Band der Liebe und der Angabe von Simon Dach. Herder folgte dabei dem Text, der in Alberts Arien vorliegt. Für den ersten Teil der 1778 dann im Druck erschienenen Volkslieder hat Herder das Lied dann ins Hochdeutsche übertragen. Es hat hier die Überschrift Annchen von Tharau mit dem Zusatz aus dem preußischen Plattdeutsch und lautet: Annchen von Tharau ist, die mir gefällt. Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. Annchen von Tharau hat wieder ihr Herz auf mich gerichtet, in Lieb und in Schmerz. Annchen von Tharau, mein Reichtum, mein Blut, du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. Kennt alles Wetter gleich auf uns zu schlagen, wir sind gesinnt, beieinander zu starren. Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein soll unserer Liebe Verknotigung sein. Recht als ein Palmenbaum über sich steigt, je mehr ihn Hagel und Regen anficht, so wird die Lieb in uns mächtig und groß, durch Kreuz, durch Leiden, durch allerlei Not. Würdest du gleich einmal von mir getrennt, lebt es da, wo man die Sonne kaum kennt. Ich will dir folgen durch Wälder und Meer, durch Eis, durch Eisen, durch feindliches Heer. Annchen von Tharau, mein Licht, meine Sonne, mein Leben schließe ich um deines herum. Was ich gebiete, wird von dir getan. Was ich verbiete, das lässt du mir starren. Was hat die Liebe doch für den Bestand, wo nicht ein Herz ist, ein Mund, eine Hand, wo man sich peiniget, zanket und schlägt und gleich den Hunden und Katzen beträgt. Annchen von Tharau, das wollen wir nicht tun. Du bist mein Täubchen, mein Schäfchen, mein Huhn. Was ich begehre, ist lieb dir und gut. Ich lass den Rock dir, du bist mir den Hut. Dies ist uns, Annchen, die süßeste Ruh. Ein Lieb und Seele wird aus Ich und Du. Dies macht das Leben zum himmlischen Reich. Durch Zanken wird es der Hölle gleich. In einer Anmerkung fügt Herder hinzu: Es hat sehr verloren, da es aus seinem treuherzigen, starken, naiven Volksdialekt ins liebe Hochdeutsch habe verpflanzen müssen, ob ich gleich, so viel möglich war, nichts geändert. Das trifft nun sicherlich zu, aber andererseits wird ja gerade durch diese Übersetzung ins verbreitete Hochdeutsch dem Lied eine weit größere Rezeption eröffnet als im dann noch sehr regional beschränkten saarländischen Niederdeutsch. Mag eine auf die ersten 10 Verspaare gekürzte Fassung unter dem Titel Der Palmbaum auch Eingang in den ersten Band der durch Clemens Brentan und Achim von Arnim herausgegebenen Sammlung des Knaben Wunderhorn finden, für die weitere Verbreitung und den bis heute anhaltenden Erfolgszug wird nicht diese lange Fassung, die Herder zuerst hatte, entscheidend, sondern seine Bearbeitung, die er 1779 dann vorlegte. Da schuf er eine Fassung aus 4 sechszeiligen Strophen, in der die mehrfache Verwendung einzelner kurzer Strophen erstmals etwas einem Refrain Vergleichbares schafft und die liedhafte Gestaltung, so wie sie uns auch heute ja vorschwebt, hervorhebt. Diese Fassung wurde dann schon von Karl Sigmund von Seckendorf vertont und fand dann auch Aufnahme in Herders Stimmen der Völker in Liedern, die 1807 posthum erschienene 2. Auflage seiner Volksliedersammlung. Und an dieser Fassung orientierte sich auch Friedrich Silcher, der dem Ankelied endgültig den Durchbruch brachte. Friedrich Silcher,
der 1780 im östlich von Stuttgart gelegenen Schneid geboren wurde und der von 1817 bis zu seinem Tod 1860 als Universitätsmusikdirektor in Tübingen wirkte, gilt als einer der wichtigsten Förderer des Chorgesangs. Er arrangierte zahlreiche Chorsätze von deutschen und internationalen Volksliedern, die auch heute noch zum Grundrepertoire vieler Gesangvereine zählen. Mit seinen Volksliedern legte Silcher eine 12-teilige Veröffentlichungsreihe vor, die große Beachtung fand. Und im zweiten Heft erschien dann auch 1827 Ännchen von Tharau und damit erhielt das Lied dann vor 175 Jahren jene Gestalt, in der sie ihren bis heute andauernden Siegeszug durch die Welt antrat. Als Silcher seine Ännchenfassung schuf, da war längst ins Vergessen geraten, dass Barockdichtung im Wesentlichen Auftragsdichtung, Gelegenheitsdichtung war und es dementsprechend bei den vielen von Simon Daff verfassten Hochzeitsgedichten um Rollengedichte handelte, in denen er den Bräutigam seine Worte an die Braut richten lässt. Silchers Zeit dagegen verehrte den Dichter als Genie, dessen Werke oftmals als Selbstzeugnisse ausgelegt wurden. Und in einer solchen Sichtweise erschien dann das Liebesbekenntnis zu Ännchen von Tharau nicht mehr als Huldigung seitens des Bräutigams Johannes Portatius, obwohl doch schon ein Blick in den Text deutlich gemacht hätte, dass das so war. Denn in dem Liedtext wird ja gerade dem Palmbaum schützende Kraft für die Liebe und die Ehe der beiden zugesprochen. Der Palmbaum, der ja auch in des Knaben Wunderhorn den Titel gibt. Und gerade dieser Palmbaum, das war ja das Adelssymbol der Familie della Porta gewesen, Portatius gewesen. Also eindeutiger kann man es nicht machen, aber man muss eben auch genau lesen. Vielmehr wurde nun unterstellt, dass der Dichter selbst in diesen Versen sprach und dass er in Ännchen verliebt gewesen sein muss. Doch das ist ja eigentlich recht merkwürdig und widersinnig, dass Dach dann ausgerechnet am Hochzeitstag vor aller Ohren seine gescheiterte Liebe auch noch offenkundig macht. Allerdings konnte einer solchen Deutung, einer solchen Legendenbildung, die von Gottlob Siegfried Bayer 1723-24 veröffentlichte erste Darstellung des Lebens Simonis Dachii eines preußischen Poeten Vorschub leisten. Dort heißt es nämlich, er hatte unter anderem seine Augen geworfen auf eines Priesters von Tharau Tochter, die ihm aber von einem anderen weggenommen wurde, dahero er zur Kurzweil bei dem Brautbette das bekannte Liedchen Anke von Tharau schrieb. Und auch dem Tod Dachs bringt Bayer dann noch einmal mit Anke zusammen, denn der aufs Krankenlager gezwungene Dach soll bei einem harten Stoß gestanden haben. Das wäre vor das Lied Anken von Tharau, wiewohl in demselben kein unanständiger freier Scherz, geschweige denn etwas Mehres ist. Das klingt nun freilich so, als hätte Dach noch in seiner Todesstunde an Anke von Tharau zurückgedacht. Aber wir lernen daraus eigentlich nur, man darf nicht allen Biografien trauen. Allein schon diese missverständlichen Angaben hätten Stoff genug für ein romantisches Liebesgespinst geliefert. Aber noch faszinierender wird es, wenn zusätzlich das besondere Verhältnis Simon Dachs zum großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm und dessen Haus hineingewoben werden konnte. So gibt es neben Huldigungsgedichten Dachs Weissagungen von unserem Hofe, in denen er die Regierung des nachgeborenen Friedrich, des späten ersten Königs in Preußen, vorhersagt. Wahrlich Stoff genug, um daraus Gedichte, Theaterstücke und Erzählungen zu formen. Wollte ich auf alle jene zumeist literarisch wahrlich nicht bedeutsamen Hervorbringungen eingehen, die Zeit reichte bei Weitem nicht aus. Also möchte ich aus dem Wust der Produktionen nur einige wenige herausgreifen und sie jetzt einfach mal so kurz vorstellen. Sie brauchen sich da nichts merken von, einfach nur so einen Eindruck bekommen, was man alles mit viel Fantasie aus wenig Tatsachen machen kann. Wie wenig genau es mit der Wahrheit genommen wird, das belegt schon das Gedicht Ännchen von Tharau, das Johann Gabriel Seide 1836
indem seiner kaiserlichen Hoheit, dem durchlauchtigsten Erzherzoge Johann von Österreich gewidmeten Band Bifolien veröffentlichte. Da tritt nämlich der Dichter Dach zu des Pastors Tochter hin, ihr seine Liebe gestehend. Doch schon wie Ännchen beschrieben wird es deutlich, dass er wohl kaum Erfolg haben mag. Sie hat ein Seidennieder voll buntem Zierrat an. Ein blauer Saphir glänzte bedeutsam vorne dran. Ein Perlenarmband küsste das weiße Handgelenk. So stand sie lächelnd, einzig nur ihres Schmucks gedenk. Simon Dach kann noch so wohlgezierte Worte an sie richten, doch kaum, dass er gegangen, lacht sie mit eitlem Sinn und gibt sich treu vergessen dem reichen Freier hin. Doch Simon Dach verbleibt ihr getreu bis in den Tod. In Liedern nur ergießt er des Herzens herbe Not. Und dass noch jetzt des Ännchens von Tharau wird gedacht, hat nicht das Gold der Reichen, hat Simons Lied gemacht. Wie niederschmetternd eine solche Erfahrung enttäuschter Liebe sein muss, hatte schon 1818 Friedrich Rassmann in seinem Gedicht Simon Dachs Ergießung ausgemalt. Brach doch das Glücksgebräu mit Donnerhalle, das ich geschaffen mir von ganzer Seele. War doch mein Maienhimmel, ach, verwandelt in Winternacht, die starrt in Grönlands Tiefen. Ist mir der hellste Glutstern doch erloschen, der meinen Pfad berührt mit lichten Funken. In Franz Hirsch erfolgreichem Epos Ännchen von Tharau studiert der Bräutigam Patatius auf Wunsch seiner verstorbenen Eltern Theologie, auch wenn seine Neigung der Poesie gilt. Was als Studentenulk beginnt, nämlich eine von jenen Jungfrauen, die so züchtig das Gebetbuch in den Händchen aus dem Gottesdienst im Dom kommen, einfach frech zu küssen, das wird zur ernsthaften Liebe. Denn Hans, Protatius, der wählt sich als allerschönste Anna Neander aus, die Nichte und Mündel des Brauern Kaspar Stolzenberg im Löbenicht, und der drückte einen Kuss auf den Mund. Er wird nun auf seiner Missetat zur Verantwortung gezogen, aber anstatt nun als Ratsgefangener inhaftiert zu werden, hat sich Patatius als Student nicht vor dieser weltlichen Obrigkeit zu verantworten, sondern vor dem Universitätsrektor Simon Dach. Und der verwickelt ihn zunächst in eine lange literarisch-theologische Disputation, dann verhängt er über Simon Dach als Strafe 20 Tage Karzer, aber das wird doch abgemildert, weil er es verbindet mit der Einladung, nach deren Verbüßung möge er doch zu ihm und Heinrich Albert in die Kürbishütte kommen. Und Pfingsten 1639 ist es dann auch soweit. Nicht nur Dach und Stolzenberg mit seinem Mündel sind in der Kürbislaube zu Gast, sondern auch noch Martin Opitz. Am Abend dieses Tages unternimmt Hans dann mit Ännchen und einer ihrer Freundinnen eine Kahnfahrt. Ännchen stürzt ins Wasser, aber sie wird von Hans gerettet. Als Hans dann seine Probepredigt in der Altstädter Kirche hält, weil der brandenburgische Kurprinz Friedrich Wilhelm inkognito unter den Gläubigen, hier verbirgt er sich in der Illustration zu Franz Hirsch Buch, dann hinter dem Pfeiler in der Kirche. Aufrichtig und offen predigt Hans über das Hohelied der Liebe. Und gelohnt wird ihm das von Ännchen, dem in der Kirche durch den Kuss einer weißen Wasserrose zu verstehen gibt, dass sie die seine ist. Als der Kurprinz nach der Kirche mit Simon Dach zusammentrifft, setzt der Hans als Pfarrer zu Trempen bei Insterburg ein, denn er meint, wer so von der Liebe predigt, der soll doch bitteschön auch die Probe aufs Exempel machen. Als Trauerspiel hingegen deklariert Hermann Bing seine 1929 veröffentlichte Variation. Ännchens Stiefvater Stolzenberg ist zu stolz, um den armen Dichter Simon Dach als Schwiegersohn zu akzeptieren, wie es seine Tochter gern hätte. Immerhin bewirbt er sich doch um das Amt des Bürgermeisters. Und dabei ist er auf die Unterstützung Robert Robertins angewiesen, der nicht nur ein Förderer von Simon Dach ist, sondern auch der Onkel eines gewissen Patatius, der selbst nun wiederum starkes Interesse an Anke hat. Eine Hand wäscht die andere, doch als Anke Patatius gesteht, dass sie einen anderen liebt,
schießt der sich eine Kugel in die Brust, bleibt aber am Leben. Um Ankes Sturheit zu brechen, lockt Stolzenberg dann Dach mit einem Vorwand um Mitternacht in eine üble Spelunke. Er will Anke demonstrieren, welch verkommenes Subjekt doch der von ihr angehimmelte Poet ist. Anke verliert angesichts der sich anwidernden Szene das Bewusstsein und kann sich auch dann nicht mehr erholen, als ihr der hinzugerufene Arzt erklärt, dass sich alles nur eine Intrige ist und Simon Dach von allerreinstem Charakter sei. In den Armen von Simon Dach stirbt sie. Einen gänzlich anderen Ehemann hält Gebhard Schätzler Perasini für Ännchen von Tharau bereit. Sie heiratet hier nämlich nach vielen Irrungen und Wirrungen Jobst von Hennewitz, einen Fähnrich im Heer des Kurfürsten Friedrich Wilhelm III. Von Brandenburg. Simon Dachs Liebe geht leer aus, was seinen Famulus dazu veranlasst, selbst zur Feder zu greifen und eine Parodie auf das Lied zu verfassen, mit dem Dach dem Ännchen seine Liebe gestehen wollte. Ännchen von Tharau mir gar nicht gefällt. Sie hängt an Reichtum, an Gut und an Geld. Ännchen von Tharau, du treuloses Herz, machst uns nur Kummer, Betrübnis und Schmerz. Drum zittert vor Ingrim und lodert vor Wut mir meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. Ännchen von Tharau, was bist du so stolz? Glaubst du denn, wir sind von Stroh oder Holz? Ännchen von Tharau, du liebst den Rittmeister, Jupsten von Hennewitz, den Fähnrich, so heißt er. Ännchen, du Spröde, du Stolze, du glaubst du, wir weinen? Wir lachen dazu. Das eigentlich doch Simon Dach der Richtige für Ännchen von Tharau gewesen wäre, meint die aus Ungarn stammende Marie von Neimeyer in ihrer aus dem Nachlass idierten Oper. Deren erster Akt kulminiert im Zusammentreffen von Simon Dach, der gerade vom angebeteten Ännchen eine ihm unverständliche Zurückweisung erhalten hat, und dem Rittmeister Kurt von Flamberg, der soeben aus dem Krieg zurückgekehrt ist und in Anke seine Jugendliebe wiederfindet. Und obgleich das Ännchen, das Kurt und nicht Simons Gefühle erwidert, dem Dichter anbietet, man könne doch für immer da gute Freunde bleiben, zieht sich Dach unversöhnlich zurück. Das Schicksal wird ihn rächen. Anke bekommt nämlich das ihr von Dach gewidmete Lied erst danach durch Zufall Zugehör. Und dann muss sie auch noch erfahren, dass Kurt wieder in den Krieg ziehen will und gedenkt, sie als Hausfrau zurückzulassen, als sie angeboten hatte, ihn doch bei dieser gefährlichen Mission zu begleiten. Er möchte im Feld lieber unbelästigt und frei sein. Da mag denken jeder, was er will. Auf solcher Behandlung kann der letzte an einer Strandgegend an der Ostsee spielende Akt nur ein gebrochenes Ännchen zeigen, Regieanweisung von sehr leidendem Aussehen, in einem weißen, faltigen Fantasiekrankengewande, mit aufgelöstem Haar in einer Sänfte ruhend. Als er dann der Knecht ihres Herrn noch mitteilt, Kurt werde nicht aus dem Krieg zurückkommen, sondern auch weiterhin beim Heere bleiben, der Kampf sei Lust ihm und Beruf, da bricht sich Holmes zusammen und wird in ein zum Gut Cuxheim gehörendes Haus gebracht, also in jenes Gut, das jüngst der Kurfürst einem Dichter schenkte, wie es heißt. Und der ist natürlich niemand anderes als, Sie haben es längst erraten, Simon Dach. Anna fleht ihn um Vergebung an und erhält sie natürlich. So stirbt sie, getröstet. Doch Simons letzte Worte sind: Mein Ännchen tot, mir kannst du niemals sterben. 1933 hatte dann in Breslau das deutsche Singspiel über Ännchen von Tharau Premiere, in dem Bruno Wart-Harden, Hans Spirks und Heinrich Strecker eine Dreiecksgeschichte erzählen. Johannes Portatius verliebt sich in Ännchen, die Pflegetochter des Wirtes des Ratshauskellers zu Königsberg. Er glaubt, seine Liebe erwidert, doch als er von Dachs Lied auf Ännchen von Tharau hört, hat er den Eindruck, dass Ännchen mit ihm verbandelt sei. Portatius meldet sich daraufhin zu den Soldaten. Erst im Jahr später, 1649, sieht Ännchen ein, dass ihre Liebe allein Johannes gehört. In der Regel war es die bekannte Melodie von Heinrich Albert und die Bearbeitung von Friedrich Silcher, die auch von Komponisten der Ernstmusik aufgegriffen und als thematisches Material
in ihre Kompositionen eingebaut wurden. Otto Nicola, Johannes Brahms und Max Reger sollen es getan haben. Und selbst ein Neutöner wie Arnold Schönberg griff auf diese Melodie zurück. Arnold Schönbergs Suite Opus 29 für die ungewöhnliche Besetzung kleine Klarinette, Bassklarinette, Violine, Viola, Cello und Piano entstand 1925, nachdem der Komponist die Prinzipien der Zwölftonmusik entwickelt hatte. Der dritte Satz, Thema mit Variationen, basiert nun auf dem Volkslied Ännchen von Tharau. Und wenn man ganz genau hinhört, kann man die vertraute Ännchenmelodie erkennen, die von der Bassklarinette bedächtig gespielt wird und über den unruhig daherkommenden Zwölftonklängen der anderen Instrumente zu schweben scheint. Während das Königsberg im Dreißigjährigen Krieg vergönnt war, als Friedensinsel Zuflucht für Gelehrte und Künstler zu sein, war Königsberg am Ende des Zweiten Weltkriegs die erste große deutsche Stadt, die mit all den schrecklichen Folgen von der Roten Armee eingenommen wurde. Ännchen von Tharau war zugesichert worden, Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein soll unserer Liebe Verknotigung sein. Doch am Ende des Zweiten Weltkriegs standen viele Frauen des Ehemanns, der Freunde, der Familie und der Heimat beraubt allein da und mussten sich unter harten Bedingungen die Existenz wieder neu aufbauen. Und dies ist dann das Thema des Films Ännchen von Tharau, der 1954 in die Kinos kam. Erzählt wird die Geschichte der von Ilse Werner gespielten Flüchtlingsfrau Anna, die aus dem Osten in einen kleinen idyllischen Weinort gekommen ist und hier als Kellnerin ihren Lebensunterhalt verdient. Von den Vorurteilen, die mancherorts den Vertriebenen begegneten, ist ihr gegenüber wenig zu spüren. Sie konnte durch ihre Arbeitsamkeit und ihr fröhliches Gemüt schnell die Anerkennung der Ortsansässigen erobern. Anna ist wegen ihres Namens und ihrer Herkunft aus Ostpreußen für die Bewohner des Weinorts schlicht das Ännchen von Tharau. Und wenn dann im Film der örtliche Männerchor vor der mittelalterlichen Kulisse des Marktplatzes das bekannte Volkslied anstimmt, so ist dies dann auch als Huldigung an sie gedacht. Vielleicht nimmt Anna auch deshalb eine Sonderrolle ein, weil sie eine junge, hübsche Dame ist, auf die sogar der Sohn des größten Weingutsbesitzers Rothenbach ein Auge geworfen hat. Er macht ihr einen Heiratsantrag, doch Anna zögert, denn da ist noch der kleine, junge Utz, der Anna wie seine eigene Mutter liebt und von ihr auch so behandelt wird. Anna fand ihn auf ihrer Flucht aus Ostpreußen neben seiner toten leiblichen Mutter auf. Sie entschloss sich, den Jungen zu sich zu nehmen. Bei sich trug der Junge ein Foto seines Vaters, der kurze Zeit später dann zufällig mit einer Schauspielgruppe in das kleine Weindorf kommt. Doch weder Anna noch Utz erkennen ihn zunächst. Schließlich erleidet der Vater einen Unfall und wird arbeitsuntüchtig. Doch es dauert noch ein Weilchen und zahlreiche Hindernisse müssen überwunden werden, bis Utz, leiblicher Vater und Anna dann zusammenkommen. Natürlich wird im Film eine Idylle beschworen, über dessen Wirklichkeitsgehalt nicht lange gestritten werden muss. Interessant ist aber, dass das Lied Ännchen von Tharau immer noch so populär genug ist, um zur Keimzelle einer Filmerzählung werden zu können. Und beliebt blieb das Lied weiterhin, wenn es sich auch manche Modifikation gefallen lassen musste. Die munteren Töne lassen dabei fast vergessen, dass Ännchen in einer Zeit mit vielen dunklen Seiten entstanden ist. Daran erinnern Autoren wie Agnes Miegel mit ihrer Erzählung Nachtspaziergang, Oskar Lorke mit zwei Gedichten, die mit hartem Stift die lebenslange Krankheitsgebrechlichkeit und Elendslage des armen Poeten Simon Dach zeichnen und Johannes Bobrowskis 1961 verfasster Text von nachgelassenen Poesien. Und auch der 1927 in Danzig lang vorgewogene Günter Grass kommt auf Ännchen von Tharau in seiner Erzählung Das Treffen in Telgte zu sprechen. Im Jahre 1647, kurz vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, lädt in dieser Erzählung Simon Dach eine Reihe von deutschen Schriftstellern und Dichtern zu einem Treffen. Unter seiner Leitung lesen sich die Poeten gegenseitig ihre Manuskripte vor, so
wie es unter Hans-Werner Richter 300 Jahre später in der Gruppe 47 gehandhabt werden sollte. Man diskutierte über die Texte und erörterte die Lage und Situation der deutschen Sprache nach den Jahren des Krieges. In der Diskussion über den Wert der Mundarten bezieht Simon Dach dann eindeutige Positionen. Da heißt es bei Günter Grass: Auch er lasse sein heimisches Preußisch in etliche Liedchen wie Buttermilch fließen und habe gesammelt, was das Volk singe, damit es durch Zutun des Organisten Albert zum allgemeinen Gesang tauglich gemacht werde. Worauf er sein Anke von Tare ist, wie mir fällt, es ist mein Leben, mein Gold und mein Geld, ein Geferselang Heidlaut für sich, schließlich nicht mehr allein, sondern mit Laurenberg Grefflinger Rist und auch mit Gryphius starker Stimme im Chor sang, bis die saarländische Anke den Sprachstreit beendet. Dittmarkt, das Leben zum himmlischen Rieg, durch Zanken wartet der Hellen gelieg. Günter Grass hat sich zum Ankelied auch noch auf eine höchst persönliche Art und Weise bekannt. Zusammen mit seiner Schauspielertochter Helene interpretiert er das Lied nicht nur bei einem gemeinsamen Auftritt in Paris, sondern auch zum 80. Geburtstag von Günter Grass stimmten es beide in der Göttinger Lokhalle vor 1000 Gästen an. Mag bei diesem Bekenntnis von Günter Grass zum Ännchen von Tharau, wie die Presse schrieb, der grüne Jürgen Trittin auch skeptisch dreingeblickt haben, wer unvoreingenommen zugehört hat, der wird genau jenen Zauber verspürt haben, den Karl May dem Lied zuschrieb. Ein Lied, das über kulturelle, ethnische oder religiöse Grenzen hinweg Menschen tief in ihrem Innersten ergreift. Diesen Gehalt des Liedes versinnbildlicht auch ein 1912 in Memel auf dem Theaterplatz aufgestellter Brunnen, in dessen Mitte eine Statue des Ännchen von Tharau stand, während an den Dichter Simon Dach durch eine Porträtplakette am Sockel erinnert wurde. Ein Spendenaufruf hatte seinerzeit große Resonanz gefunden, konnte damit auch deutlich gemacht werden, dass nicht nur das alles überragende Königsbergreich an bedeutenden Gestalten war, sondern dass auch in der kleineren Stadt Memel ein großer Dichter zur Welt gekommen war. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs verschwand die Statue und in der sowjetischen Zeit hatten Denkmäler auch in Klaipeda, wie Memel jetzt hieß, Lenin, die ruhmreiche Rote Armee und deren Panzer zu verklären. Der Zusammenbruch der UdSSR und die Unabhängigkeit Litauens ermöglichten es dann dem in Dortmund gegründeten Verein Ännchen von Tharau e.V., dessen Vereinsakten ja heute im Herder-Institut aufbewahrt werden und aus dem man ja auch einiges dann sehen kann, eines seiner wichtigsten Ziele zu verwirklichen. Mit großem Elan ergriffen Heinz Radziwill, Gerhard Willoweit und Maja Elermann-Mollenhauer Schritte zu einer Wiedererrichtung des Denkmals. In der ortsansässigen Bevölkerung fanden sie Unterstützung, da Dach ja eben nicht nur ein deutscher Dichter war, sondern auch für das kulturelle Selbstbewusstsein der Litauer gegenüber den einstigen russischen Machthabern stehen konnte. Schließlich war ja auch sein Vater als Dolmetscher für das Litauische beschäftigt gewesen. Dieser Brunnen konnte dann 1990 am Alten Platz vor dem Stadttheater feierlich eingeweiht werden. Seitdem lockt er dem Original von 1912 nachgebildete Brunnen Erinnerungstouristen und die Bewohner Klaipedas gleichermaßen zum Besichtigen und Verweilen an. Und wenn dann die letzte Strophe des Ännchenliedes erklingt, dies macht das Leben zum himmlischen Reich, durch Zanken wird es der Hölle gleich, dann wird deutlich, Ännchen von Tharau ist ein Liebeslied von tief humaner Botschaft. Ein Lied, das für den privaten Rahmen des Zusammenlebens von Menschen anrät, das aufs Große und Ganze bezogen das Verhältnis von Völkern und Staaten zu einem gedeihlichen, friedfertigen und grenzenüberwindenden Miteinander machen kann. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre lange Geduld.